Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Tappet. Ich bin Sebastian und wir zeigen euch heute einen Vergleich zwischen dem Samsung Galaxy Note 10.1 und dem Samsung Galaxy Tab 10.1. Ihr seht jetzt noch kurz das Intro und dann bis gleich. Ja. Das war das Intro. Und ihr so, jetzt wo ihr jetzt die zwei Geräte seht, sollte euch eigentlich sofort was auffallen. Die sehen nämlich von vorne fast genau gleich aus. Wenn ich hier noch die weiße Edition hätte vom Tab 10.1, dann könnte man das die Geräte echt verwechseln. Auf der Rückseite sieht das dann zum Glück schon mal ganz anders aus. Wir haben hier bei beiden die Kamera. Hier wird es aber durch eine LED unterstützt. Wir haben hier eine matte Rückseite, hier eine hochglanzierte. Ja, wir sehen hier auch ein bisschen designtechnisch ein bisschen anders. Das ist aber auch alles Hochglanz und natürlich Polycarbonat. Hier ein bisschen anderes Design und so. Aber sonst haben wir hier bei beiden das Samsung-Logo. Von oben fällt auch sofort was auf. Ja, das Samsung Galaxy Note 10.1 ist ein wenig eckiger im Gegensatz zu dem anderen hier, das ist ein wenig abgerundeter ist. Und wir haben hier natürlich viel mehr Knöpfe. Erstmal beginnt es gleich: Power-Button, lauter, leiser Wippe, Micro-SD. Dann haben wir hier aber den Infrarot. Hat es nicht. Hier bald 3,5 mm Klinkenhandschuh. Und wir haben hier beim Note 10.1 die SIM-Variante. Und 3G halt. An den Seiten sind sie auch beide gleich. Unten auch. Ja. Wir fahren beide Geräte einmal hoch. Dazu betätigen wir für 3 Sekunden den On-Off-Button. Ja, das könnte auch jetzt sein, dass ich ein bisschen früher beim eingedrückt hatte. Ich kann das ja auch nicht exakt gleich. Ja, die Geräte fahren jetzt einmal kurz hoch. Zudem noch ein paar Daten. Wir haben hier ein 1 GHz Single-Prozessor, Dual-Core-Prozessor. Hingegen zu hier haben wir denselben wie im Samsung Galaxy S3, nämlich ein 1,4 GHz Quad-Core und hier eben den 1 GHz Dual-Core. Wir haben hier 16 GB internen Speicher, hier 32 GB internen Speicher. Wir haben hier eine 3-Megapixel-Kamera und hier eine 5. Wir haben hier Android 4.0.2, soweit ich weiß, und hier 4. Einen Moment, ich zeige euch das am besten mal, dann könnt ihr euch das besser merken. Ja, wir fahren hier einmal runter. Also, wir haben hier Android 4.2.2 und hier 4.1.2. Deshalb, ihr seht auch hier schon, hier kann man so runterziehen. Einen Moment, ich muss hier ein Licht aus. So, 4.1.2, hier 4.2.2. Deshalb kann man hier auch schon runterziehen. Das Update soll auch für dieses Gerät auch bald kommen, auf sogar auf Jelly Bean, auf KitKat. Also ihr seht das hier schon mal. Ich zeige euch das einmal hier kurz. Infozugerät. 4.2.2. Und hier haben wir 4.1.2. So, wo wir schon in den Einstellungen sind und wir hier ein verschiedenes Android drauf haben, zeigen wir euch das mal bei beiden. Wir haben hier zum einen bei beiden die WLAN-Einstellungen und die anderen Netzwerkeinstellungen. Es ist jetzt schwierig hier mit zwei Riesenteilen das euch genau zu zeigen, aber ich glaube, ihr seht, das läuft hier alles sehr identisch und auch flüssig. Auch hier drüben. Wir gucken uns bei beiden einmal den Homescreen an.
Und ja, da seht ihr auch schon hier das neue Android mit dem Runterziehen. Und hier muss man dazu eben auf die Uhr drücken. Aber sonst, wir haben hier den Live-Hintergrund vom Note 3. Aber das hier auch alles sehr flüssig. Hier kommen wir ins Menü. Hier kommen wir ins Menü. Menü ist alles eigentlich sehr gleich. Wir haben bei beiden das 10,1 Display. Bloß hier haben wir ein TFT und hier ein, soweit ich weiß, AMOLED. Wir haben bei beiden eine 2-Megapixel-Innenkamera. Wenn ich die einmal kurz zeigen dürfte. Okay. Einmal wechseln, einmal wechseln. Ja, das ist sie, die Innenkamera. Also ich würde sagen, hier sieht man keine Unterschiede. Ich mache hier einmal kurz ein paar Testbilder, die ihr jetzt eingeblendet seht. Und ja, ein paar Unterschiede gibt es natürlich immer, da wir hier haben auch nur 3 Megapixel und bei der anderen eben diese 5. Ja, ich zum Allgemeinen einmal. Die Geräte unterscheiden sich von Software her kaum. Technisch ist es natürlich immer heiß. Trotzdem hat dieses Gerät ein wenig die Nase vorn. Es ist doch vom Preis her deutlich teurer. Ja, sonst natürlich ist hier auch ein großer Vorteil. Dieses Gerät hat schon viel früher das Update bekommen, im Gegensatz zu diesem. Aber dafür soll dieses Gerät ein Update auf 4.4 bekommen und dieses hat nur eins auf 4.2 bekommen. Ja, mein Fazit ist natürlich, beide Geräte sind natürlich top verarbeitet. Hier könnte Samsung natürlich einen besseren Prozessor verbauen. Das müssen wir denen überlassen, denn damals gab es so einen Prozessor und schon und für ein 1A-Tablet sollte dieses Gerät natürlich auch einen besseren Prozessor bekommen. Ja, das war's von meinem Vergleich dieser zwei Geräte. Ihr seht nun hier noch ein paar Bilder eingeblendet von den Geräten. Das war's dann auch schon. Ciao, bis zum nächsten Mal bei Tappet.